1960, Mid-Atlantic. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Bioshock. Damit hallo und herzlich willkommen zu Bioshock 1. Viele werden gesehen haben, dass ich meine Videoanzahl ein bisschen gezielt hat. Das liegt daran, dass ich Bioshock 3 entfernt habe, da ich die Speicherdaten nicht mehr habe. Und dies von neuem beginnen. Was ist denn hier? Ist das hier eine Tragfläche? Oh, oder so. Ja, verschwindet auch. Das Flugzeug, mit dem wir gekommen sind. Nettes Türmchen. Ach, die Wassereffekte sind geil, was? Was? Achso, die haben wir kurz an die Wasserfläche raus. Da verschwindet es langsam. Oh, ist das schwarz hier. Also, dunkel. Hier drin sieht es auch nicht unbedingt. Ah, oh Gott. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Ryan. Ist egal, ja, wir werden runterlaufen. Okay. Was haben wir denn hier? Kunst. Theater, oder? Industrial. Oder Industrie, ne? Was haben wir da? Wissenschaft. Okay. Eine Taucherglocke. Ist das hier überhaupt geschlossen? Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden.
auch ein... Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich glaub dir das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommt. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Benutze linke Maustaste, um eine Waffe abzufeuern oder ein Plasmid zu verwenden. Ja, auch in dem Zeitraum scheint es wohl eine große Rolle zu spielen, immer noch mit Werbung zu hantieren. Selbst unter Wasser funktioniert es einwandfrei. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Oh. Besuch. Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues? Okay. So. Ja. Weg. Verwenden? Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Neues Ziel. Geh weiter nach oben. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge. Ich lass dich nicht hängen. Ja, was heißt? Irgendwie hatte ich jetzt gerade das Gefühl, dass der Untertitel... What the fuck? Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Wir müssen mir jetzt vertrauen müssen. Ja, lass mich mal. Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, dass der Untertiteltext schneller lief als Vita Chamber. Schneller lief als die ganze Geschichte selber gerade ablief. Mal schauen, ob ich da irgendwas gegen tun kann nachher. Was steht da? Was steht denn da? Wir sind nicht dein Einzel. Alter, diese Geräusche. Ich wollte Schild lesen. Hier. Lass es enden. Lass es beginnen. Was? Wofür? Ich bin doch gar nicht tot. Achtung, jegliche Nutzung von Tauchkugeln ist jetzt strikt verboten. Ja. What the fuck? Da. Wärst du so freundlich, dir eine Wurzel oder sowas ähnliches zu besorgen? Ja, ja. Hey. Obwohl. Wenn man allein ist, krieg ich die Zeit dahin. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft. Soll ich mich jetzt hier durchprügeln oder so? Ah, okay. Blöde Sau. Gefunden! Aber, ich die feine englische. Mein Benny, schlauer als ein Einstein. Was? Als Herkules und er entfacht ein Feuer mit allen Fingern. Drücke F. Alles klar. Essen. Der hat ja eine Unfall, oder? Kann den noch richtig suchen? So, dann war das. Die Vision eines, was, Mannes, die Rettung der Menschheit. Rapture, November 1946. Patsch. Na, okay.
Wir werden wieder probieren, alles mitzunehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir die Little Sisters retten oder eben nicht ausbeuten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke eher an Zweiteres. Und zwar, da sie ausbeuten werden, Elektro. Oh, oder auch nicht. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von deinem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Okay. Gut, dann geht's jetzt weiter. Beim ersten Mal haut das Miet ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Das Miet zu verwenden, ich will es aber nicht verwenden. Ah, okay. So. So. Okay. Aber haben wir denn jetzt. Oh, falsche Taste. Das ist komisch. Kann ich hier nicht rennen oder so? Ich guck mal, was von hier oben alles hatten eigentlich. Ja, wenn es ab und zu hinten im Hintergrund immer so ein bisschen schnarrt, das ist die Ölpumpe von der Heizung, die da ein bisschen Lärm verursacht. Sehe ich denn gar nicht meine gesammelten Gegenstände? Also zum Beispiel, was ich an Zeug habe oder so. Ah, jetzt kann ich nicht suchen. Ah, okay. So, da ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Gut. Kann jemand mal da. Oder noch nicht. What the f. Okay. Ja. Ja. Oh. Ich glaube, wir haben das. Okay. Da ist einer. Da muss einer sein. Hä? Was das? Ha! So nicht, Junge! Zigaretten rauchen? Na, essen, ja? Wie lässt sich wieder die Eve-Spritze? Jetzt hier mit den Zahlen durch? Ne. Wie setze ich mir denn? Also F ist heilen. Ist eine E war durchsuchen? Wie setze ich mir denn eine Eve-Spritze? Eine Mauzi. Sieht aber nicht so gut aus. Wie setze ich mir denn eine Eve-Spritze? Ja. Ach, nee. Und Geld. Steht da. Tschüss. Nein, lass mich nicht wiederkommen. Nein,
Bitte mach das nicht, sonst wird das Ganze nicht. Nein! Okay. The fuck? Ich würde eher lieber gerne wissen, wie ich die Spritze setze. Das gibt's doch gar nicht. Ich will einmal durchsuchen. Hat der Leichnam? Jawohl, der hat noch was gehabt. Ein Verbandskasten, aber jetzt fünf davon. Aber ich muss mal kurz in die Steuerung gucken. Steuerung anpassen. Tastenbelegung. Ja. Ist total super. Erneut laden, bla 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 bla. Equipment 2. Plasmid. Zwischen Waffen und Plasmiden. Benutzen. Verbandskasten. F. Tastungszeichen T, Tipps, H. Gibt's nicht. Sag mal, wie es verarschen hat. Das kann auch nicht wahr sein. Bewegung braucht keine Sau. Also das kann auch nicht. Aber so. Wird jetzt keiner. Ja, das ist. Waffen, Snacks und Medikamente. Pepper, Bier, Zigaretten, Chips, Wein, also boah. Das bringt mich nicht weiter. Hinweise. Forschung, Munitionstypen, umschalten, um das Spiel kurzzeitig anzuhalten, und das was.